Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Yoshi's Woolly World. Leute, tut mir leid, es ist soweit. Es ist endlich soweit, wir sind beim finalen Schloss angekommen. Ah, Gott, es hat sich gerade irgendwas in meinem Hals gesetzt, Alter. So, und zwar, Bowser's Schloss. Nicht irgendein Schloss, Bowser's Schloss. Ich habe mir den Weg nach oben aber jetzt ein bisschen cooler vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Naja, egal. Bowser's Schloss, Leute. Bowser's Schloss. Baby Bowser's Schloss, natürlich. Entschuldigung. So, ich bin unglaublich gespannt, was uns jetzt erwartet. Ich hoffe natürlich wieder auf so ein Türenrätsel. Das heißt, man muss wieder eine Tür abschießen und da muss man dann rein. Das wäre ultra cool. Das würde mich sehr freuen. Und ja, bin gespannt. Boah, das sieht schon mal verdammt cool aus. Okay. Eieiei. Hier ist aber wirklich nix. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Das ist wirklich nix. Okay. Oh, wie cool. Das feiere ich ja. Kommt ihr zwei Pappenheimer denn her? Okay. Warum sind die Fledermäuse grau? Sind die verbrannt worden oder was? Sind das Asche-Fledermäuse? Okay, Herzlies. Okay. Nee, Moment. Nee, da ist nichts. Da ist nichts. Ja, gut. Boah, ist das cool. Aber es ist noch nichts, doch eins, Digga. Okay. Naja, hoffen wir mal, dass ich nichts verpasst habe. Aber eigentlich geht's ja jetzt erst wirklich ins Schloss. Jetzt sind wir eigentlich erst wirklich drinne. Hilfe. Okay, man kann die abschießen. Ich habe das Gefühl, man muss die in der Farbe abschießen. Kann das sein? Oh mein Gott. Ich würde mal mit der Farbe hier anschießen. Mit der hier. Was? Oh. Okay. Ja, links oder rechts? Ne, den aktiviere ich jetzt noch nicht. Ach, nein. Ach, du Scheiße. Oh, Herzlies. Muss ich irgendwas für aktivieren? Okay. Ah. Kann ich den immer aktivieren? Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass ich das nicht kann. Ja, muss ich aber eigentlich, sonst komme ich ja nicht weiter. Okay. Nein! Oh. Es ist komplett was Neues. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo geht's denn eigentlich da lang? Will ich da überhaupt schon lang?
Moment. Ich habe das Gefühl, ich brauche den grünen. Ich habe das Gefühl, ich brauche den grünen. So, ihr zwei könnt mich mal am Arsch. Ich habe Gefühl, ich brauche den grünen. Für den da. Ja, der stimmt schon mal. Das ist cool. Also doch in der richtigen Farbe. Alles klar. Was haben wir jetzt hier? Den blauen oder was? Weil das die blaue Röhre ist. Also den Wasser-Yoshi. Jetzt habe ich gar keine. Uiuiui. Oh mein Gott. Oh, ist das die erste Wolle? Es ist die letzte. Ich glaube, ich hätte erst links rumgemusst. Das kann natürlich sein. Kann ich da... Ja, ich wollte gerade schon sagen. Das hat man ja wohl eindeutig gesehen. So, einen blauen nehme ich auch mal mit. Ich baue ja sogar den blauen, glaube ich, ne? So, einmal unter die durchschwimmen. Unter den bitte auch. Gut. Boah, Leute, das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant. Das gefällt mir total. Das gefällt mir total. Sehr coole Idee. Gott. Hallo. Brauche ich überhaupt den lilanen? Sieht nicht danach aus. Den schwarzen brauche ich auch nicht. Ich brauche aber den blauen. So. Ich gehe jetzt aber noch nicht weiter, weil ich habe mich oben eigentlich nicht wirklich umgeguckt. Also oben rechts. Weil da war ich zwar drin, habe dann den grünen mitgenommen, aber da könnte ja noch irgendwie eine Blume... Oder irgendwas könnte da ja noch sein. Ich habe da ja nicht wirklich genau geguckt. Ah, nein! Oh, ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Hier zum Beispiel. Hä, wo bin ich jetzt? Da will ich gar nicht hin. Hier zum Beispiel. Ja. Fake Blume. Richtige Blume. Okay. Ah, Hauptsache, Alter! Ja, geil! Also, ich habe schon 13 Sticker. War das auch die letzte Blume? Ich habe schon 3 Blumen. Okay. Mir fehlt aber ein bisschen Wolle. Okay, ich gehe jetzt mal oben lang. Gucken, was hier ist. Oh Gott. Scheiße. Hier irgendwie was? Nee. Schade, da habe ich gedacht, da wäre vielleicht irgendwas. Aber gut, da habe ich den Schaden umsonst halt genommen. Ist ein bisschen blöd. Jetzt. Da war kein Sticker drin. Das irritiert mich. Oh, der Weiße. Ich glaube, ich brauche den Weißen. Das ist die zweite. Okay. Herzlies. Sehr gerne.
So. Ich will ja noch gar nicht hin. Ich will jetzt erstmal den Weißen aktivieren. Den brauche ich nämlich da. Jetzt habe ich den Weißen, ne? Ja. So, zack. Dann aktiviere ich jetzt mal den Checkpoint. So, ich habe jetzt volles Leben. Ich darf jetzt keine Scheiße mehr bauen. So. Einmal den da aktivieren, bitte. Dann die hier. Ist mir klar, dass es dafür noch... Dann wird es wahrscheinlich noch da eins geben, ja. Das war klar. Das Einzige, wovor ich ein bisschen Angst habe, ist, nicht alle Wolle zu finden. Oh mein Gott! Den habe ich nicht gesehen. Alter, Kollege. Ich muss jetzt den roten dafür benutzen. Dann war da nur... Fuck. Ich muss nochmal ganz schnell da in die scheiß Röhre. Ja. Oh, nur noch hier raus. Oh mein Gott. Okay. Okay. Ich hätte dann soweit alles. Das einzige Problem ist nur, dass mir halt mega viel fehlt. Und das muss ich wahrscheinlich jetzt noch suchen. Und die finale Boss hier. Oh. Mir fehlt noch zu viel. Die Wolle da zum Beispiel. So. Ist die erste. Das Komische ist zum Beispiel nur, obwohl ich habe auch die erste Blume. Ich habe aber das richtig, richtig ungute Gefühl, dass da unten noch irgendwas ist. Nein. Kann ich das irgendwie... Oder ist das nur Background? Das ist in der Tat nur Background. Hier ist wirklich rein gar nicht. Hier hinter? Nee. Ja gut. Vielleicht, wenn ich da unten herlaufe. Moment. Das kann sehr gut sein. Das wäre nämlich das Einzige, was ich noch nicht gemacht hätte. Aber wirklich gar nichts. Das verwirrt mich. Also hier hätte ich jetzt gerechnet, aber da ist ja gar nichts. Was sollen denn die ganzen Sachen noch sein? Das Schlimme ist, die müssen ja noch alle hier irgendwo sein. Weil mir fehlt ja nicht die letzte oder sowas, sondern mir fehlen einfach alle mittendrin. Das ist krass. Nein, und ich habe mich natürlich treffen lassen.
Oh, natürlich habe ich mich treffen lassen. Hier habe ich auch das Gefühl, dass hier irgendwas noch ist. Aber hier ist auch gar nichts. Die Frage ist jetzt wirklich, wo fehlt mir noch was? Wo habe ich was übersehen? Ah. Das Schlimme ist aber, das ist die vorletzte. Und das heißt wiederum, dass hier noch was sein muss. Weil hier sollte man eigentlich beginnen. Vielleicht, wenn man auch alle hier tötet. Das kann natürlich sein. Ja. Ich habe auch alle Sticker. Das ist nice. Mir fehlt die zweite Blume. Und wenn das, und wenn es heißt, dass man alle töten muss, wenn man alle töten muss. So, jetzt habe ich hier auch alle getötet. Hier ist jetzt aber nichts erschienen. Okay, muss ja nicht immer passieren. Aber mir fehlt die zweite Blume, ne? Genau, die fehlt mir noch. Fehlt mir auch noch die vorletzte Wolle? Oder sieht das nur so aus? Ich bin da gerade echt unsicher. Was passiert denn hier, wenn ich alle töte? Auch nichts. Ich habe nämlich das ungute Gefühl, dass ich hier noch alle töten muss. Oder habe ich das vorhin mal gemacht? Dann habe ich das mal schon gemacht. Das ist natürlich blöd. Also hier passiert auch nichts, wenn ich alle töte. Mir fehlt aber noch eine Blume. Und mir fehlt die zweite Blume. Es ist ja nicht irgendeine, es ist die zweite. Die kann ja eigentlich nur links sein. Hier alle töten, das bringt nichts. Das weiß ich. Wenn ich da unten bei den Fischen alle töte, was bringt das? Bringt das vielleicht was? Also hier. Komm, Mr. Krabs. War ich da oben eigentlich mal? Ich glaube nicht, ne? Weil, warum sollte ich mal da hochgegangen sein? Dreck. Ich glaube, ich war da oben noch nicht. Komm, mach, Jung, mach. Doch.
Da unten vielleicht? Also hier? Nee. Hä? Ich meine, wenn ich das jetzt... Ich schaffe das eh nicht mehr mit vollem Leben. Das ist mir auch vollkommen egal. Das Leben hole ich nach. Aber das ist das letzte Level. Da würde ich echt gerne... Eis nachholen. Mir fehlt wirklich keine Wolle. Also mir fehlt keine Wolle, ne? Die, da ist eine schwarze Wolle. Mir fehlt nur noch die zweite Blume, wenn ich das richtig sehe. Und die zweite Blume kann nur links sein. Wenn ich jetzt nur mal wüsste, wo die erste Blume war. Dann wäre ich schon einiges schlauer. Also unten war ich ja jetzt wohl oft genug. Warum sind die drei eigentlich da? Die sind doch gefühlt auch nur zur Dekoration da. Oder etwa nicht. Ah. Das kann nicht wahr sein. Ah, die bleiben sogar weg, wenn man alle getötet hat. Das war hier oben nochmal. Ach, hier war eine Blume, genau. War das die zweite Blume? Boah, Leute, das Problem ist halt, dass das letzte Scheiß-Level ist. Ich würde ja am liebsten jetzt einfach ins Ziel rennen. Und sagen, Gott, die Blume holen wir nach. Aber das möchte ich im letzten Level nicht. Leben, kein Problem. Kann ich ja offscreen machen. Aber eine Blume. Das ist, als ob mir irgendwas fehlen würde. Und das kann ich irgendwie nicht akzeptieren. Aber ich habe das Gefühl, ich muss das akzeptieren. Das ist traurig. Okay, Leute. Ich würde sagen, it's on. Oder kann ich... Kann ich rein theoretisch da hoch? Auf seine Schnauze? Ach, vielleicht ist ja hier oben noch was. Nee. Aber ich kann doch nicht umsonst hier drauf, oder? Anscheinend schon. Ja, Mensch. Ja gut, auf zum Boss. Es geht nicht anders, Leute. Ah ja, jetzt kommt erstmal Carmack. Der gute Olle. Wo ist er denn, der Potsau? Da ist er. Ah, ich bin voll auf den drauf gesprungen. Oh, war das knapp.
Okay, ich kann hier auf den drauf springen. Schon mal gut zu wissen. Ja, mach, Kamek. Oh, so ein Hüpfen da. Nee, 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 hau bloß ab. Nee, 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 Kamek. Nee, nee. Oh, statt. Oh, ein Herz. Dankeschön. Kamek. Thanks, Bro. Ich glaube, ich bin da. Oh, ich hätte es nochmal Leben gegeben. Schade. Aber gut zu wissen. Okay, ich dachte, da kommt noch irgendwas. It's on, Leute. It's fucking on. It's fucking on. Oh, das sieht genau aus wie das Zimmer damals aus, Yoshi's Island. Wo ist Kamek? Warum ist er nicht hier? Ich weiß, das ist ein Baby-Bowser, aber ich kann keine Baby-Stimmen machen. Junger Herr Bowser, ich bin hier, keine Sorge, kein Grund zum Schreien. Du bist zu spät dran, viel zu spät. Was hast du gemacht? Gib mir die Wolle. Ich will mit dieser Wolle ein großes Schloss bauen, für mich ganz allein. Der Kamek, Yoshi. Hä? Wer bist du denn? Die Wolle gehört mir. Mir. Wiederholen ist gestohlen. Junge, Herr Bowser, lasst mich euch helfen. Nö. Oh. Ha, du Pappnase. Du kannst ja nicht. Oh, ein bisschen Feuersprung kannst du. Wuhuhuhu! Nicht nur ein bisschen Feuersprung kannst du. Alter! Yo! Ja, leck mich! Fett! Aber was ist denn, wenn ich keine Wolle mehr hätte? Habt ihr daran schon mal gedacht? Kann ich die essen? Alles klar! Hab ich verstanden, Alter! Boah! Alter! Bowser ist tot! Tschüss! Junger Herr, seid ihr wohl auf? Yoshi, wie konntest du nur? Moment, mir kommt eine Idee. Mit der Macht dieser Wolle könnte ich... Oh, das ist perfekt. Nanu, was passiert denn jetzt? Oh, der Riesen-Bowser, da ist er wieder. Willkommen zurück! Jetzt bin ich sauer. Ja, schön für dich. Alles klar. Ja! Ich verstehe aber noch eins nicht. Ah, doch, habe ich verstanden. Habe ich verstanden, alles gut. Okay. Ich denke, ich habe den Boss noch verstanden. Nein, Bowser. Uncool, Alter. Uncool.
Okay. Ja, ist okay. Rasten wir mal halt ein bisschen. Aber sonst geht's hier noch gut. Oh. Okay. Okay. Oh. Da hast du noch eine Riesenwolle. Nein! Auch Bowser. Kannst du mir noch nicht antun. Nein! Boah, bin ich denn aber auch grenzdebil? Nein! Bowser, hör doch auf! Hör doch auf! Der wäre so getroffen. Der Boss ist echt nicht schwer. Aber das Treffen. Jawoll! Jawoll! Und jetzt? War's das? Die Wolle löste sich von Baby Bowser und verstreute sich in alle Richtungen. Plötzlich vereinen sich die losen Fäden und die Yoshis sind zurück. Wie könnt ihr dem jungen Herrn so etwas antun? Dafür werdet ihr irgendwann noch bezahlen. Und so kehren die Yoshis zurück auf ihre endlich wieder friedliche Insel. Hoffentlich denkt Baby Bowser darüber nach, was er angestellt hat. Das glaube ich nicht. Bello! Oh Mann! Leute! Das war Yoshi's Woolly World! Oh, da kommt ein Shy Guy. Oh! Der Bello! Oh, der Bello! Bello, ja, schnappen dir! Schnappen dir, mein Freund! Jawoll! Sauber, Bello! Oh oh! Bello! 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 Alles klar, Bello hält einfach mal so eine Bombe aus. Oh, ist das super gemacht! Ist das super gemacht! Leute, das war Yoshi's Woolly World! Unglaublich geiles Projekt. Aber es ist ja natürlich noch nicht vorbei. Noch, ach Quatsch, bei weitem noch nicht. Ja. Ist halt jetzt gerade ein bisschen blöd. Weil ich halt die zweite Blume übersehen habe. Ist das halt ein bisschen blöd. So. Ich werde natürlich die zweite Blume jetzt gleich sofort nachholen, genauso wie die Leben. Und dann sehen wir uns im nächsten Part beim Speziallevel wieder. Aber ich werde natürlich hier schon ein bisschen meinen Abschluss... Rede halten und so weiter, das kennt ihr ja von mir. Ja, Leute, mir hat dieses Projekt, was, ich kann ja noch nicht sagen Projekt, aber mir hat dieses Spiel unglaublich gefallen. Es ist ein wirklich wahrer Nachfolger vom Original Yoshi's Island in der Boy-Grafik. Es ist einfach nur unglaublich geil gewesen. Also, wenn man mal bedenkt, guckt euch mal zum Beispiel Mario-Teile an. Mario-Teile sind irgendwie jedes Mal gleich. Muss man einfach mal so zugeben. Ich habe ja ein paar Mario-Teile schon let's played. Die sind immer gleich. Aber Yoshi! Oh, da ist er wieder, der Baby. Oh, da ist ein Shy Guy mit einer Bombe. Ach, der ist... Und der Bello! Der ist immer noch hinter dem her. Der Kamek... Oh, jetzt... Oh, ja, Kamek. Das ist dann bitter. Oh, oh. Oh, der Bello! Oh, oh. Bowser? Bello, was machst du? Bello!
Oh, Ende. Großartig, einfach großartig. Schön. Muss ich jetzt auf Überspringen drücken? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, gut. Ja, mir hat eine Kackblume hat mir gefehlt. Danke fürs Spielen. Ich danke euch, dass ich das spielen durfte. Dass ihr einen neuen Yoshi-Teil rausgebracht habt. Vielen Dank an euch, nicht an mich. Du kannst dir nun ein Musikmedley anhören. Vor Baby Bowser's Schloss wurde ein Woll-Yoshi wieder zusammengehäkelt. Auf dem Wollatoll wurde der Boss-Pavillon eröffnet. Und den werden wir uns nämlich auch noch in dem Let's Play angucken. Der Boss-Pavillon. Den möchte ich in diesem Projekt nämlich noch ein bisschen mit euch auch noch angucken. Das heißt, im nächsten Part machen wir das Speziallevel und danach gucken wir uns mal ein bisschen im Boss-Pavillon um. So. Wir gehen aber kurz nochmal in das Spiel rein. Gehen dann mal... Oh, jetzt sind wieder alle Yoshis hier. Ist das schön. Wir nehmen den schwarzen Yoshi, Leute. Wir nehmen mal den... Oh, Moment mal. Hier passiert auch noch was, wenn man... Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Oh, Freunde, ich glaube, wir haben noch ein bisschen mehr zu tun. Oh, das ist noch lange nicht vorbei. Das ist noch lange nicht vorbei. So, wir gehen nochmal kurz zurück zu Bowser's Schloss. So, nach oben. Ach, der Bowser-Yoshi. Ach, der Bowser-Yoshi. Ja, den sehen wir im nächsten Part, Leute. Wie gesagt, ich hole die Blume nach. Die werde ich, glaube ich, sogar noch... Werde ich die im nächsten... Und das zeige ich dir euch im nächsten Part. Nee, weil dann müsste ich ja den Boss nochmal komplett machen. Das heißt, ich werde die Blume jetzt gleich sofort noch hier hinten dran schneiden. Und danach sehen wir uns im Speziallevel im nächsten Part wieder. Kurz noch gesagt, irgendwas wollte ich noch sagen. Ich weiß aber nicht mehr was, eben als ich meine Abschlussrede halten wollte. Aber ist ja noch lange nicht Abschluss, Leute. Ist ja noch lange nicht Abschluss. Dann mache ich halt meine Rede, sobald das Spiel dann komplett vorbei ist. Jo. Ach stimmt, ich weiß wieder auch, was ich sagen wollte. Und zwar habe ich ja gesagt, Mario sieht immer gleich aus. Und bei Yoshi ist das so, wenn man sich jetzt mal hier anguckt. Das sieht erstens, die haben natürlich wieder Sachen aus Yoshi's Island eingefügt. Aber das ist nicht nachgemacht oder nicht dasselbe, sondern das war einfach... Ja, das war einfach cool. Und außerdem hatte jedes Level hatte sein eigenes Gimmick. Und das war richtig geil an dem Spiel. Das hat einfach Abwechslung gegeben. Es hat alles erreicht damit. Weil jedes Level anders war. Du hattest mit jedem Level was Neues. Du konntest was Neues entdecken. Es war einfach super. Und es ist noch nicht vorbei, Freunde. Und da freue ich mich drauf. Wie gesagt, ihr seht jetzt gleich hier direkt im Anschluss noch die Blume. Wo die ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Part beim Speziallevel wieder. Würde mich sehr freuen. Ich sage bis dahin. Tschüss.